Ja, ich bin Yannick Darino und ich studiere jetzt im sechsten Semester an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Dual Maschinenbau. Ich bin Patrick Schönknecht und studiere Maschinenbau ebenfalls im sechsten Semester an der HBR Berlin. Also es gibt so einen riesigen Wettbewerb, der nennt sich Formula Student, wo jede Hochschule ihr eigenes Auto entwickelt, baut und damit dann gegeneinander fährt. Und wir hatten an unserer Hochschule hier an der HBR vor vielen Jahren mal ein Team, das auch mal mitgefahren ist an so einem Wettbewerb, und wir sind jetzt dabei, den Stand von früher wieder aufzuarbeiten und das Auto wieder zum Laufen zu bringen. Wir sind ungefähr 10 Leute, würde ich mal grob schätzen, die sich aktiv daran beteiligen, die regelmäßig da sind. Das sind im Wesentlichen Studenten aus dem Studiengang Maschinenbau der verschiedenen Semester, also vom zweiten Semester jetzt bis zu uns im sechsten Semester. Des Weiteren gibt es auch Studenten des Elektrotechnik-Studiengangs, welche ebenfalls im vierten und sechsten Semester sind. Auto hier zu bauen, braucht man natürlich finanzielle Mittel, und dadurch, dass wir jetzt noch nicht allzu lange wieder dabei sind, hoffen wir natürlich, dass uns die Hochschule da unterstützt, und werden in Zukunft aber da generell auch nochmal bessere oder mehr finanzielle Unterstützung benötigen. Unser primäres Ziel ist als erstes, dass wir das Auto wieder fahrtüchtig machen und das ist vorzeigbar, und wir würden uns freuen, wenn die Studenten nach uns dann, bevor es an Formula Suite Wettbewerb geht, an einem kleineren Sponsoren-Event oder ähnliches mitfahren.